Hallo und herzlich willkommen zurück bei Fernrohr. Ich bin diesmal wieder im Auto unterwegs, deswegen werde ich meine Aufmerksamkeit eher so nach vorne richten und euch ein bisschen was erzählen. Von meinem letzten Monat, ich war jetzt lange unterwegs und habe lange nichts mehr von mir hören lassen. Das seid ihr ja mittlerweile von uns gewohnt, aber ja, ich bin auf jeden Fall immer noch dabei und habe mir bei diesem Video viel Mühe gegeben. Ihr habt das Intro jetzt gesehen. Will auch nicht so viel vorwegnehmen, aber erstmal so ein bisschen erzählen, was passiert ist. Ich war in Gambauer, das ist ungefähr 350 Kilometer nördlich von Melbourne, eben bei der Nichte von Malcolm und ihrer Familie, und habe da ein paar Tage noch verbracht, bevor die weggefahren sind in den Urlaub für 2 Wochen nach Bali, und ich habe sozusagen in der Zeit Housekeeping gemacht, was bedeutet, dass ich mich um die Tiere, um die Pflanzen, um das ganze Grundstück gekümmert habe. Und ihr habt es ja gesehen, es ist ziemlich abgeschieden. Wunderschöner kleiner Ort. Das Klima ist schon auch sehr gewöhnungsbedürftig da draußen, weil einfach hier im Süden von Australien an der Südküste eine sehr, sehr schöne, angenehme Brise weht, und dort unten ist eben abartige Hitze, also dort in Gambauer. Und ich hatte mit Temperaturen bis zu 50 Grad zu tun und war auf jeden Fall eine super spannende Erfahrung, aber es ist schon auch sehr gewöhnungsbedürftig. Ja, dann haben die beiden mir, also das Rebecca und Barry, die dort wohnen mit ihren 3 Söhnen, sie haben insgesamt 4 Söhne, 3 davon wohnen noch dort, haben mich dem Farmers Nachbarn vorgestellt und gefragt, ob er nicht für mich Arbeit hätte, weil ich ja jetzt auch zum Arbeiten dort runtergefahren bin und das geschickt kombinieren wollte, und sich das eben so ergeben hat. Und so, er hatte dann einen Job für mich, und so habe ich dann eine Woche für einen australischen Farmer gearbeitet, Steven. Und das war auf jeden Fall eine sehr spannende Zeit, weil erstens natürlich der Charakter, diese Persönlichkeit, der typische australische Farmer, sehr eigen, aber unglaublich netter Mensch, der mir sehr geduldig die Sachen beigebracht hat, die ich können musste. Wir haben zusammen hauptsächlich an einem riesigen, sehr, sehr langen Zaun gearbeitet, einem Viehzaun, um Kängurus und andere Tiere von seinem Grundstück abzuhalten, dort reinzukommen. Und ja, war eine sehr, sehr anstrengende, aber auch gute Arbeit, und irgendwie war das genau das, was ich gesucht hatte. So draußen im Freien arbeiten, in der Natur, mit viel Sonne, und aber auch hart körperlich arbeiten und einfach wenig denken, einfach machen. Das war so das, was ich gesucht hatte, und es hat mir super viel Spaß gemacht. Nach einer Woche hat er mir leider dann offenbart, dass er nicht mehr Arbeit für mich hat, aus bestimmten Gründen. Also es lag nicht an mir, zumindest hat er mir das gesagt. Und ja, so bin ich dann erstmal arbeitslos gewesen, habe dann wieder überlegt, soll ich mich weiter groß bewerben oder nicht, und habe es dann ein paar Tage versucht und habe dann irgendwann auch keinen Bock mehr gehabt. Ich habe davor so viel Zeit und Nerven investiert, um mir eine Arbeit zu suchen hier, und habe dann irgendwann gedacht, wird schon seinen Grund haben, warum es so geschehen ist. Also habe ich es einfach akzeptiert und habe dann die Zeit auf der Farm genossen. Und wie mein Tagesablauf auf der Farm so ungefähr aussah, habe ich euch jetzt nochmal zusammengefasst, und danach seht ihr mich nochmal wieder, und erstmal jetzt viel Spaß mit dem Teil. So, guten Morgen. Ich gehe jetzt gleich zur Arbeit, es ist 8.30 Uhr ungefähr, und es hat jetzt schon fast 30 Grad. Es soll heute einer der heißesten Tage werden. Thank you.
Es gibt einen richtigen Sturm heute, gell? Freunde. So, ich bin wieder zurück. Jetzt habt ihr einen kleinen Eindruck bekommen, wie es so in den letzten 3 Wochen hier auf der Farm war. Und es war eine sehr, sehr tolle, intensive Zeit für mich, mit den Tieren, für die Farm verantwortlich zu sein, aber auch mal wieder einfach Freiheit zu genießen für mich. Also Privatsphäre zu haben, mein eigenes Reich und einfach mir den Tag selber einteilen zu können und unabhängig zu sein. Und zwar nicht hundertprozentig, weil die Tiere natürlich von mir abhängig waren, aber auch das war einfach eine sehr bereichernde Erfahrung, dass ich einfach einen täglichen Job hatte, der sehr, sehr erfüllend war und mich sehr, sehr geerdet hat wieder. Also einfach sehr, eine sehr beruhigende Sache und dieser Ort einfach sehr, sehr friedlich und schön war und ja, ich sehr, sehr dankbar bin, dass ich quasi dort noch mehr zur Ruhe gekommen bin und viel Energie dort rauskommen konnte, aber halt auch die Zeit mit der Familie genossen habe. Wir hatten zwar insgesamt vielleicht nur 4-5 Tage, aber es ist eine unglaublich nette, liebenswürdige Familie, die mich sofort dort aufgenommen hat und sie mir viel gezeigt haben und viel ermöglicht haben, was ich so mit auch wieder nicht gesehen hätte. Dann hatte ich noch das Privileg und Glück, dass Malcolms Sohn mit seiner Frau Helen, also Philip und Helen, auch in Echuca im Nachbarort waren und dort Urlaub gemacht haben mit befreundeten Familien. Und wir dann, die mit ihrem Boot dort waren und die an einem Wochenende eben Wakeboarden und mit diesem Bodyboard unterwegs waren, Kneeboard, und mich eingeladen haben mitzugehen, wofür ich sehr dankbar bin. Und ja, hier seht ihr so ein bisschen, was sie gemacht haben und war auf jeden Fall toll. Es gibt diesmal keine Videoaufnahmen von mir, wie ich es probiert habe. Aber ich hatte auf jeden Fall ziemlich viel Spaß dort, auch extrem anstrengend für die Arme, wenn man es nicht gewohnt ist. Aber ja, es war eine tolle Zeit und meine noch eine Abwechslung wieder von meinem Farmleben mittendrin. Jetzt bin ich wieder zurück und als nächster großer Punkt steht mein Roadtrip an mit Dominik und meiner Reise nach Tasmanien und Neuseeland. In den letzten Tagen haben sich immer wieder die Pläne verändert. Dominik wird am Donnerstag morgen in Melbourne ankommen und ja, wir werden dann unser Auto abholen und unseren Trip dann am selben Tag auch noch los, unseren Trip starten. Und darauf freue ich mich jetzt schon sehr. Ich bin natürlich auch schon aufgeregt, weil wir einen Monat zusammen reisen auch immer eine Herausforderung ist. Aber ich bin auf jeden Fall sehr, sehr positiv darauf gestimmt und denke, dass wir das alles gut zusammen hinkriegen werden und mal schauen. Ihr werdet es auf jeden Fall in den Videos mitkriegen. Wie viele wir machen werden, weiß ich ja noch nicht genau. Und dann schauen wir mal, das wird. Die Drohne wird auf jeden Fall nicht dabei sein. Schade auf jeden Fall, aber es ist einfach zu aufwendig und zu kompliziert. Hat sich jetzt in den letzten Wochen herausgestellt, dass es einfach die Drohne viel zu sensibel ist, als dass man sie so in die Tasche stecken kann. Und also man könnte es schon machen, aber es ist einfach zu aufwendig und würde jetzt den Rahmen sprengen, das alles noch zu erklären. Auf jeden Fall hat Dominik auch noch mal eine Kamera dabei und ich schätze mal schon, dass es noch mal was Besonderes wird. Man mich dann auch mal mehr noch vor der Kamera sieht, als meine Eindrücke immer nur so von meiner Sicht zu sehen, sondern diesmal auch mit einer anderen Sicht, nämlich Dominiks. Und ich bin gespannt, wie das wird. Ich hoffe auf jeden Fall auch, dass ihr dran bleibt.
kommentiert gerne und auch nochmal vielen Dank an das viele Feedback und an ja, dieses Gefühl von so einer kleinen Community, die wir jetzt hatten, auch wenn wir jetzt lange nichts von uns hören haben lassen, aber es gibt immer Leute, die auch nachfragen und immer Leute, die einfach Interesse zeigen und dabei sind. Und das ist ein tolles Gefühl und ja, auf jeden Fall Teil der Erfahrung, die ich machen wollte mit diesem Projekt. Gut, dann würde ich sagen, sehen wir uns bald wieder von der Great Ocean Road. Oder wo auch immer wir dann sein werden, aber ihr werdet auf jeden Fall was von der Great Ocean Road filmisch mitbekommen. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute, sende euch ein bisschen Wärme. Das Wetter hier ist gerade sehr wechselhaft, aber natürlich nicht vergleichbar mit den Temperaturen in Deutschland oder Österreich oder wo auch immer ihr gerade seid. Ja, genießt noch die möglichen Skiurlaub, den ihr noch haben könnt und ja, seid wieder dabei, wenn es demnächst wieder weitergeht. Und bis dahin wünsche ich euch alles Gute. Ciao!